Serpent. Wow, it's pretty disgusting. Where was that again? Game is off. Now what you're missing. You didn't put scoring on him? No, fuck it. Yeah, that's not too long. So, 3, 2, 1, go. Face. Fear. Panic. Oh. So, big boys. Fear. Oder? Face the fear. Ja. Oh, mal wieder. Ich glaube, es sind bei 4. Ja. Harter Tag, oder? Haben wir gemacht. Was hab ich gemacht? 2 Interviews. Oh. Noch ein Scene Talkers. Wir sind seit einigen Stunden da. Ja. Sehr cool. Sehr produktiv an so einem warmen Tag. Voll. Wir filmen das jetzt, als letztes, haben den Rest schon gemacht, der kommt aber nach in der Bauwoche. Ja. Genau. Wir bleiben lieber drin. No shit! Wir bleiben lieber drin und filmen Videos, weil rausgehen ist für Arschlöcher. Ja. Ja. Gut. As is tradition. Shoutouts. Shoutouts. Okay. Ja, immer. Ihr könnt danach aufhören zum Schauen. Genau, damit wir die jetzt geschaut werden. Und dann endlich Feierabend. Ja, so, wir fangen als erstes. For those about to rock. Ja. Zieht gleich runter. Sind ein bisschen mehr Radio. Ja. Weniger Podcast. Machen nicht nur nationale Geschichten, sondern ufern weiter aus. Die Dudes, die Crew. Ein bisschen auch so eine On-Off-Geschichte, wie ich das mitbekommen habe. Aber jetzt sind sie zurück und machen in vielerlei Formen. Mal mit Video, mal nur. Ja. Und gibt's so wie ich es verstanden habe, eben als Radiosendung zum Live mithören und dann posten es auch gleich brav immer. Wenn etwas erwähnt wird, haben sie jemand von ihrer Crew, der es direkt einmal auf Facebook oder auf ihre Social Media Kanäle raus hat, die Links. Es gibt dann immer im Nachhinein auch eine Playlist auf Spotify mit allen Songs, die vorbeikommen. Stimmt. Also das ist schon sehr, sehr cozy, wenn man was gehört hat. Hey, das hat mir gefallen. Was war das noch einmal? Ja, genau. Also das ist sehr cool. Ja, also wer es gern etwas diversifizierter hat und nicht nur extrem Metal, Underground, Music, Gent, ja. Bla bla bla. Ja. Der hört auch für das About the Rock. Dann ein Herr, mit dem ich das Vergnügen hatte, jetzt in Vöcklabruck zu quatschen. Und dann haben wir uns in Wien vor den Tool-Konzerten nochmal getroffen, so zum Reden, weil ich wollte mir anhören, was er so macht. Ne? Und er hat mir erzählt, er hat ein Studio aufgemacht. Das ganze Ding heißt Deer in the Headlights Studios. Der Herr Paul Bacher. Cool. Das ganze Ding ist in Weierbach. Mhm. Und spezialisiert sich schon eher, so wenn ich das verstanden habe, eben auch Extreme Music, aber von das modernen Metal, wie in seiner eigenen Band. Kommen Sie reinhören. Ich vergesse mir das nicht falsch. This Last World. Ja. Okay. Ich wollte sagen, Our Last World. This Last World. Wo er Bass spielt. Aber auch zu eher crustigeren Sachen möchte sich auch vorwagen. Und jetzt habe ich leider vergessen wann, aber er hat sogar ein Event, so eine Art Tag auf der Tür. Da kann man hin, das ist ein wirklich schönes Studio, richtig hoch, ja, aber im Keller, 4 Meter Räume, schaut super geil aus. Wird natürlich verlinkt, kommt man rein. Das ist bei ihm daheim, oder? Das Studio. Sofern ich das verstanden habe, steht sein Haus am Studio. Geil. Weil sein Studio ist im Keller. Das ist schön gesagt. Nein, okay. Das ist schon alles cool. Alles. Und ja, er kann da. Er ist da mit seiner Frau, Freundin, angetrauten. I don't know the status. S.O. S.O., ja, for. Ja. Die arbeiten sogar zusammen. Also er macht Recording, sie macht Editing. Power Cover. Okay. Far. Und cool. Nur ganz kurz noch, man kann für die ganze Arranging, also Schlagzeug, Drums, Produktion, whatever, du machst alles. Du machst von A bis Z. Ja. Machst du alles dort. Mischmaster. Yes. Solid. Shoutout zu
The Overdrive Festival, wo ich letztes Jahr spielen durfte, in this Temple. Ist sehr cool, dieses Jahr 6. 7. Kapfenberg. Dabei zum Beispiel Comeback Kid, First Blood, kennt man. Aber auch zum Beispiel National unterwegs, Counterweight, ne, Buddies. Und das Coole ist, das Ganze, also, das Ganze ist in einer Schule, ja. Das hat so ein bisschen so Highschool Party Feeling, ja, voll. Plus, es gibt eine Akustik Stage, ja. Ne, das war letztes Jahr auch sehr, sehr cool. Ja, da gibt's heuer, ich habe das Lineup gesehen, heuer ganz interessant, die Band Boston Manor spielt sowohl ein quasi normales Set als auch ein Akustik-Set. Ah, das hat Skywalker letztes Jahr probiert. Aber, voll. Aber ich glaube, das Mischpult ist durchgebrannt oder irgendwas. Oh. Also so aus technischen Möglichkeiten. Okay. Ja, leider nein. Aber auch dort heuer die Band Polaris. Oh ja. Polaris. Und die habe ich mal gesehen, ich feiere die Band sehr. Falls wer dort ist, bitte schaut auf den Sänger. Der hat die härtesten Headbangs, die ich in meinem Leben gesehen habe. Okay. Der dislocated sein komplettes Genack jedes Mal. Also ich weiß nicht, wie der das macht. Der ist wirklich kaum unterwegs. Ich habe es im Gaso irgendwann einmal als Vorprogramm. Ich habe leider vergessen, vor welcher Band das war. Haben sie gespielt. Und bin dann auch direkt zu dem Dude hin, weil der ist von der Bühne runtergesprintet zum Merch, wie ein echter Road Warrior das macht. Ja. Schweißgebadet steht er dort. Yo, Brother! Ja. Und ich habe ihm einfach nur sagen müssen, so, hey, ich bin nicht da, um was zu kaufen, es tut mir leid, aber deine Headbangs sind sick AF. Geil. Er hat sich voll gefreut. Das ist eine kleine australische Band. Wo man doch immer wieder sieht, dass die gerade im Exporten hat. Erstens das, aber auch, dass gerade einfach einige Bands in sagen wir mal, unserem Genre sehr gut unterwegs sind und auch den Sprung ins Ausland schaffen. Cool. Also, Overdrive. Ja. Bitte, ja. Dann auch Shoutout Water. Das ist sehr wichtig an so ersten Tagen. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das trinke. Sehr gut. Gut, dann neues kurzes Segment, weil warum, wir haben ja keine Ahnung davon, noch immer nicht. No clue whatsoever. Neue Releases, wenn uns irgendwas ins Gehör kommt oder so, dann hauchen wir mal rein. Ich fange an, mir hat sehr gut gefallen, die neue Single von Arthas, Nick und Brech. Das ganze Ding ist auf Deutsch, mein Cecil Market. Das ganze Ding ist auf Deutsch. Hat ein ganz cooles Video. Ja. Super editiert, sehr, sehr intens. Der Song ist wie eine fucking Dampfwalze, im Video ist auch eine Dampfwalze. Ja, also der Vorschlaghammer und die Dampfwalze sind sehr zwei gute Objekte, die diesen Song sehr gut beschreiben. Ja. Außerdem cool, dass Artists noch immer da sind und was machen. Ja. Es ist, wie du gesagt hast, das Video ist sehr cool und war für mich auch ein Grund, um noch einmal den Song reinzuhören. Weil es halt it is in your face ist, es ist alles so gut gemacht und da will man das Ganze, also nicht nur den Song hören, sondern auch das Video dazu nochmal sehen. Das war schon sehr spannend. Du hast einen zweiten? Ich glaube, wir haben da den Release von Anchorage. Anchorage. Auf der Liste, wurde schon von Christoph im vorigen Scene Talkers kurz angedeutet, dass der bald da ist. Jetzt ist er da. Karma. Mit einem netten Label zusätzlich. Auch. Für den tatsächlichen Vertrieb im Handel. Und Sony macht, glaube ich, den Online-Vertrieb für die Streaming-Sachen. Also sehr cool für die Band. Ja, also die Jungs ziehen einfach sehr gut ihr Ding durch, finde ich. Es ist sehr schlüssig mit also qualitativ einfach alles hochwertig, alles immer konstant. Ja. Konstant ist das Richtige, das habe ich besucht. Danke. Bitte. Ja, das Lyric-Video ist auch cool und der Song ist typische Anchorage Live von hier, auch Schub, hohe Geschwindigkeit.
Das ist absolut. Und ja, auch das Lyric-Video ist sehr gut gemacht. Ja. Also das war, sagen wir mal, in den letzten so vielen Jahren sind die Lyric-Videos doch wieder etwas abgenommen. Also ich sage jetzt mal, vor 5 Jahren hat man mit diese Kinetic Typography Videos, wo, weißt du, Wort. Ja. Das war dann noch viel mehr. Das ist dann ein bisschen. Es wird sich overused. Ja, voll. Und das war dann schon zu viel. Und ich finde, es ist jetzt gemacht, das ist sehr dezent, aber genau richtig, dass es die Akzente setzt und schaut sich sehr, sehr easy und gut an. Ich nehme es eigentlich gar nicht als Lyric. Richtig, das wollte ich sagen. Weil es ist, so ist nicht Imagery. Ja, voll. Und es ist einfach nicht etwas, wo du denkst, ein Lyric-Video. Es ist einfach, ein Video. Und das ist cool. Aber wie gesagt, der Song selber ist natürlich auch auf einem hohen Niveau. Das ist auch wichtig. Vor allem, ja. Und unsere Boys haben in New York, also unsere Boys, die Anchorage Boys haben in New York geschrieben, genau, die Seek and Destroy, was auch cool ist. All Faces Down, Steve-O auf der Acoustic Stage, auf die Urban Vagabonds, also ein paar nationale Geschichten. Warst du schon mal in New York? Nein. Noch nie. Würdest du aufs New York fahren? Ich bin zu alt für solche großen Festivals. Nein, ernsthaft. Das letzte große Festival mit Camping, wo ich war Szeged. Szeged. Ja, in Budapest, mittlerweile auch schon einige Jahre her. Mhm. Das ist für mich etwas, das habe ich in meinen frühen 20ern gemacht. Okay. Jetzt bevorzuge ich Festivals, die entweder einen Tag dauern, oder wo ich dann in ein Hotel gehe. Ja, Ich habe sowieso auf keinem Festival, wo ich jemals war, mich weggecheckert oder war in Partystimmung. Ich war natürlich, ich habe schon gefeiert, aber ich bin dort immerhin, weil ich die Acts sehen wollte und weil das Line-Up für mich toll war. Ja. Ich habe das drumherum nie so zelebriert und das ist deswegen sind diese großen Festivals jetzt nicht nur Nova Rock, sondern auch, keine Ahnung, Rock am Ring, Download, Roskilde, whatever. Wacken sind, ja, haben für mich einfach nicht diesen Appeal, weil dieses Ganze da herumsitzen auf dem Campingplatz und drangeln. Nein. War nicht mein Ding, wird nicht mein Ding werden. Ich bin dafür, wenn ich das machen will. Genau. Ja. Genau. Aber es ist trotzdem cool, dass, sagen wir mal, lokale Bands dort eine Bühne finden. Mhm. Es ist insofern doch irgendwo interessant, dass es bei so einem großen und längeren Festival nur Platz gibt für 4 lokale Bands. Mhm. Oder sind es 5? Ich weiß es nicht. Aber doch eher eine eingeschränkte Zahl. Ja. Nein, ich glaube Mind Control haben auch noch gespielt, die das Planet Festival Tour gewonnen haben. Stimmt, Mind Control. Genau. Ja. Ich glaube, die kommen aus Kärnten. Ich weiß es nicht, sorry. Das waren dann 3 auf der Red Bull, einer von den großen Bühnen und ja, auf der Singer-Songwriter-Stage sind eigentlich fast nur nationale Acts, glaube ich. Aber wenn ich falsch bin, bitte. Ja. Educate me. Es wäre trotzdem cool, vielleicht, dass sie, ich sage jetzt nicht, noch eine Bühne aufziehen, weil das ist vielleicht nicht realistisch. Aber vielleicht doch die Early Slots etwas mehr anbieten. Andererseits, ich verstehe es auch vom Veranstalter her natürlich, der will schauen, dass so viel möglich Leute das Ticket kaufen. Und ja, natürlich. Aber ja, ich weiß nicht, bei der Anzahl an namhaften Bands. Also du meinst, dass wenn du die Ärzte und das alles hast, dass das schon reicht, dass du Bottomline. Man hat ja trotzdem bewiesen, dass Seek and Destroy trotzdem ein würdiger Opener sind. Ja? Ja, Und trotzdem die gleichen Qualitäten bringen wie jede andere Liveband dort auch. Sie unterhalten, sie haben einen super Sound, sie spielen tight, ja. Sie präsentieren sich im großen Stile quasi, ja. Sie überlegen sich, wie treten wir auf, wie schauen wir aus, wie hat unser Bühnenbild auszusehen. Dieses Backdrop mit den 3 Fotos von den Typen. Die sind nicht von dir, oder? Ja. Bist du an mich? Naja. Hut das ab, ist, Burschen. Hut ist, ab. Genau. Chapeau. Ja. Und da finde ich, da kann man doch dann jeden Tag, man kann mal so anfangen, so Bands so
drüber zu streuen. Und jetzt sagen, mhm, okay, jetzt sing and destroy. Und da findet Bands. Ja, und die können das openen und die werden dir dein Festival auch richtig hart promoten. Mhm. Ja. Weil das ist nur ein Win-Win. Ja. Wenn eine Band sagt, wir spielen am Nova Rock. Ja. Ja. Und du wirst regelmäßig daran erinnert, also, ja, geht's, kauft Karten, schaut's uns, schaut's alle anderen, ja, weil, okay, Nova Rock. Nein, das Ding verkauft dich eh von selber, aber. Ja, genug Leute, die Blind-Tickets kaufen. Of course, ja, ja, of course. wie gesagt, ich kenne nur die quasi die Konsumentenseite und die Seite von den Bands. Ich weiß nicht, was die Veranstalter. Ja. Wie die das kalkulieren und sehen, was die für eine Order bekommen. Ja, und ich glaube, es ist halt auch oft, die Veranstalter bekommen Touring Packages angeboten. Das auch, ja. Und ja. Je nachdem. Aber trotzdem, wir sind uns einig, es wäre sehr cool, wenn zum Beispiel jeden Tag die große Bühne. Ja, quasi open jeder großen Bühne. Das genau, dass da einfach eine lokale Band da ist. Eine von unseren Leuten nimmt. Also von uns. Apropos, es ist ganz kurz noch, es gab eine. Damit haben wir im Übrigen, weil wir jetzt Fragen beantworten, aber ein bisschen besser. Die Frage hat gestellt der Herr Peter H. von den Animals Mosh Harder. Danke für deine Frage. Schauen wir das mit den anderen Fragen dann gegen Ende. It's new. We tried. Ja. Nein, aber ich fand auch sehr cool den Beitrag vom ORF Burgenland zu Seek and Destroy am Nova Rock. Er war grandios. ORF-Manier, von vorn bis hinten. Sachlich geil. Ja, ja, es war sehr lustig. Ich war highly amused. Ja. Und super, super für Seek and Destroy. Nein, ich bin bei allen, was denen passiert, was die machen, ich bin da super wholesome. Ich finde es voll geil. Stadt, Kugelraum. Sagt Michael Rizzle. Naja. Als halber Burgenländer. Also, okay, du bist der. Warum warst du denn noch nicht da als halber Burgenländer? Ja, genau. Deine Landsleute supporten. Naja, okay. Schau, dass ich ihn destroy. Vor Blood and Geld. Das ist nur als nächsten Intro-Track. Dann passt zu den Big Boys. was auch in Sachen Nova Rock jetzt eben im Kaiser gezogen hat, dieses Mal, ich meine, es ist kein neues Thema, es passiert jedes Nova Rock oder jedes Frequency und jedes Open Air Festival, aber dieses Mal sind wir ein bisschen, keine Ahnung, da war es tatsächlich ein solid Topic auf einmal, und viele Leute darüber echauffiert, ja. Eben dieses Müllthema und dass die Leute ihren gesamten Campingbestand halt dort lassen, einfach so hinter mir die Sinnflut und es gibt schon wen, der es wegräumt und so. Ja, ja. Es ist ja eh jemand da. Also es ist die Sache, ja. Natürlich wirst du das Nova Rock, wenn es dann ist, wirst du es nie Müll reinbekommen und das müssen immer dann Leute hin, ja, und aufräumen. Aber Warum denkst du nicht dann schon weiter ins nächste Nova Rock? Kauf dir halt eine nachhaltige Lösung oder ein gescheiteres Zelt, ja, nein, weil das nimmst für die nächsten 10 Nova Rock. Weil dann, ja? Das ist ein Ding, was mich so ja, gewundert hat an den Fotos, ist schon fast die Präpotenz unserer Wegwerfkultur. Ja. Ich habe nur ein Zelt gekauft, damit ich es dort lassen kann. Ja, so wurscht. Kostet dann 20 Euro. Ja, ja. Ja. Das ist das ich bitte alle Zelthersteller, biegt einfach einen Nuller am Zeltpreis an. Keiner lässt sein Zelt irgendwo stehen. Ja. Das sind so Sachen, das muss nicht sein. Ne? Vor allem brauchst du nicht mehr Zahn. Ja, dann hättest du dich vorhin noch anders überlegen müssen. Auf Camping dein Ding ist. Ja. Und ja, weil es ist nicht so schwer, dass man sich Müllsackel mitnimmt und dass man einfach sein bisschen Chance halt zusammenräumt. Aber das fällt mir nicht nur auf beim Nova Rock, sondern keine Ahnung, auch bei also diversen Veranstaltungen in Wien oder bei Demos und so weiter und so fort. Du hast teilweise keine Ahnung.
gehen so die Weekend Warriors halt raus. Ah, ja. Das, ja, gotta save the planet, bla bla bla. Da liegt überall Müll. Ja, ja, dann nimm das doch wieder mit und trenn's gescheit. Und es gut, ist nicht kurzes Segway. Und Shoutout zu alle Leute in Japan. Kannst du nicht vielleicht... Was? Aber, nein, warte. Ja. Nein, es ist ja jetzt Frauenfußball-WM. Ja. Bei der vorigen WM, immer wenn Japan gespielt hat, sind die japanischen Fans im Stadion geblieben und haben zusammengehalten. Auch die Tribünen, wo die gegnerischen Fans gesessen sind. Geil. Und das hat einige, ich habe leider vergessen, welche Länder, aber einige afrikanischen Länder, die Fans hat das so inspiriert, die sind dann auch nach deren Spiele einfach, na, wir chillen noch im Stadion und wir räumen jetzt zusammen. Ja, da sind viele dabei. Nein, das ist einfach, wenn das jeder macht, sind es zwei, drei Handschiffe. Voll, und das ist, wenn du dir denkst, wir sind jetzt gerade zu 5000, schau mal, wie schnell das geht. Ja, und gerade in Novorok, es sind eh so viele Leute. Wenn jeder einfach zwei Handgriffe macht, ja, ist das der ganze Platz leer. Ja, das ist diese hinter mir die Sinnflut-Mentalität. Ja. Und das passt schon und da kümmert sich man. Und da wird er wieder bezahlt dafür. Ne? Also indem ich jetzt Dreck mache, schaffe ich Arbeitsplätze. So. Ja, es ist so. Ja. Das ist sicherlich auch eine Aussage, die ich schon irgendwann einmal gebracht habe. Aber, jeder irgendwie. Ja, voll. Aber das ist nicht nur Novorok so, wie gesagt. Das ist Wien so. In die Öffis, das ist, wenn du in Wiener Kinos gehst, da liegt überall die ganze Chance. Ja, liegt Popcorn! Ja. Eins essen, eins werfen. Na, und nimm es halt mit, dass ihr ein Skrubber oder dass ihr ein Haarer da durchgeht, druck es ihm einfach in die Hand oder der freut sich, dass er den Meter nicht gehen muss. Und ja. Also, okay, ne, bricht er nicht das Kleid. Ja, schaut so viel auf die Umwelt. Das ist ja nicht so, als wäre das jetzt so der Aufwand. Das stimmt schon. Ein anderes Festival hat es aber auch gegeben. Das Burndown District XXL. Yes. Meinst du das? Richtig, ja. Ja, Festival. Gespielt, oder? Festival. Ein Fest. Ein Fest. Fünf Jahresfeier. Von den Animals Mosh Hugger. Shoutout. Für die Völkerbuch Crew. Mhm. Ja, die wissen, wie man einen gemütlichen Konzertabend veranstaltet oder wie man die richtigen Bands zusammenholt, damit jeder entspannt ist und jeder weiß, was zu tun ist und jeder schaut, dass ein anderer nicht den Weg umgeht und hilft und so weiter und so fort. Ich muss mir schauen, wenn ich da ja keinen vergesse. Das möchte ich nicht. Genau, Burndown District soll es geheißen. Natürlich, das war wieder ein ganzer Tag voller wilder Bands. Before All Goes Down, All Your Sorrows natürlich. Ja, kriegt den Gary nicht los. Dann war ich dabei mit In This Temper, Counterweight Killer Like and Dead Like Julia, die ich das erste Mal richtig live gesehen habe. Mhm. Ja. Hoffentlich quatsche ich jetzt nicht. Farnberg, glaube ich. Ja. So, die machen richtig coole. Keine Ahnung, so Metalcore mit ziemlich rockigen Einschlag sogar, ja. Nur die Gemischung, ich find's ganz cool. Und natürlich Headliner, weil Hometown Game, We Blame the Empire. 13-0. Und ja, es war, manche haben gesagt, das ist ein bisschen wie ein Klassentreffen, manche haben gesagt, das ist, keine Ahnung, quasi, okay, ja, die gleichen Leute, die sich immer wieder mal treffen. Mhm. So, ja. Und ja, das ist gemein, also das erkennen, ja, das ist ein richtig, richtig schöner Zusammenhalt da. Jeder mag irgendwie helfen, jeder greift den anderen irgendwie unter die Arme. Jetzt beim Changeover, beim Zahn, ne? Der Schobersberger hat wieder den Sound delivered unter Herr Paulus. Ja, es war richtig gut besucht. Fette Party bis zeitig in die Früh. Ja, ich war nicht so lange, leider. Ja, und ich glaube durchaus ein Erfolg, weil die Hütte war voll und alle haben sehr, sehr happy gelebt. Ja, ja. Das war so immens viel Bewegung, lauter Stage Dives. Ja. Hast du dich auch wieder dran? Nein.
Nein. Ich bleib bei dem einen Stage-Streifen, den ich gemacht habe in meinem Leben. Zum Glück gibt's den auf Video. Och. Und ja, da war halt voll unter diesen, Bands, voll halt, Zusammenhalt, und ich dachte, okay, wenn die sich freuen, dann freue ich mich auch irgendwie. Eher ein wiederkehrendes Thema bei uns. Aber ich finde, das können wir ruhig öfters sagen und emphasisen und verstärken. Ja, ich war ja, das war ja im OKH. Oder? Natürlich. Ja. Ich war ja eben im Zuge von Call the Mothership schon ein oder zweimal dort. Es ist übrigens lustig, dass ich das Buch schaue. Ja. Und die Animals, Marsh Harder, die machen das wirklich, wirklich gut. Und ich finde es sehr, sehr cool, dass dort die Community doch so groß ist und für diese Musik so eine Begeisterung dort ist, dass so viele Leute immer wieder herkommen. Weil die haben einfach einen längeren Fahrtweg wie in Wien. Und die machen sich die Mühe, die kommen und schauen sich die lokalen Bands an. Ja. Oder vielleicht halt im weiteren Sinn lokal, einfach, dass sie national sind und nicht, dass sie halt aus der Gegend kommen. Aus Wien sind auch extra Leute gefahren, nicht nur Bands. Ja, das ist sehr, sehr cool. Ja, oft ist und halt, dass auch so ein, gerade dort so ein Austausch ist zwischen den Bands. Mhm. Und jeder mehr oder weniger gerne seine Karten auf den Tisch legt, ja. Und das mag ich in nächster Zeit noch mehr versuchen, dass ich die Bandleute und Content Creator dazu anhalt, zu versuchen, ein bisschen mehr noch über den Tellerrand zu schauen, und versuchen, dass wir alle gemeinsam diese Gruppe an Bands quasi und die Community rundherum, dass wir es irgendwie kultivieren können, vielleicht uns auch etwas rauswagen aus unserem Kreis, ja, und vielleicht schauen, okay, gut, was gibt's noch für Genres in Wien? Da gibt's auch Bands, die brauchen vielleicht auch Leute, die Videos schießen, Leute, die Pre-Productions machen, die einen Live-Sound mischen, die bla bla bla, halt jeder Aspekt, ja? Ja. Und dass man sich vielleicht anschaut, okay, gut, was können die bringen, oder können wir die vielleicht begeistern für das, was die Core-Bands machen, ja. Ja? Und diese Communities vielleicht noch enger zusammenbringt, ja? Und sich vielleicht auch für den Service, den man bietet, vielleicht auch überlegt. Ich meine, ich verstehe das, wenn jemand Geld für seine Dienste verlangen mag, ja, das ist durchaus okay und valid und das respektiere ich, ja, aber vielleicht, dass man von dem Denken wegkommt und sich ansieht und merkt, okay, der kann das machen, dass man versucht, so Art for Art oder Skill for Skill, ja, das Ganze ein bisschen, keine Ahnung, more tribalistic angeht, und er sagt, okay, gut, ich habe dir mal ein Artwork gemacht und du machst jetzt für uns Fotos und, keine Ahnung, der macht für mich ein Video und ich gebe Farben, was auch immer, und dass man versucht, diesen Waagschalengedanken, ich habe das eine für dich gemacht, jetzt musst du genau das Gleichwertige für mich machen. Das heißt, nein, du machst jetzt was für die Band, weil dann ist der frei, mit seinen Skills das für die Band machen kann, und dann für die, und dann kommt das auf mich zurück, und jemand, mit dem ich nie gerechnet hätte, sagt, hey, ich habe gehört, du brauchst ein Musikvideo. Ich kann filmen. Ja, und ich denke auch, es ist immer so schwer, etwas zu in einen bestimmten Wert auszudrücken. Ich verstehe den Drang, dass man den Service, dass man den quantifizieren mag und sagen, was ich gemacht habe, ist x Euro wert. Genau, ja, darauf will ich hinaus. Ich weiß ja, wie viel Arbeit reingeht, wenn ich für eine Band Fotos mache oder Live-Fotos ein Video. Ich weiß, wie viel Arbeit da reingeht, und ich kann insofern auch gut abschätzen, was ein marktkonformer Preis wäre für die Qualität, die ich liefern kann, oder für eine Firma oder eine Person, die das besser kann wie ich.
Ich, voll. Natürlich, aber ich gebe dir voll recht. Ich hab lieber, dass ich schaue, entweder, okay, ich reduziere meinen Preis weiter, aber ich hoffe, dass ihr mir dann das nächste Mal im Gegenzug etwas von eurem Kunst oder über ein Eck jemand anders ist. Hey, der fragt den nochmal, der kann das. Voll. Und dass man das so halt irgendwie. Und dann halt so simple stuff, so wie, ja, keine Ahnung. Geh halt dann, also ich mache jetzt was für dich und weil du halt, weil keiner von euch, das soll jetzt nicht blöd klingen, keiner von euch hat etwas Soft Skills, dann kommst zu unseren Shows, helft uns beim Zahn, shared unsere Sachen, zeigt es euren Freunden nochmal, vielleicht ist wer dabei, dem es auch taugt. Ja, das ist ein Klick away. Ja. Blöd gesagt, ist sowas wortwörtlich der Grund, warum wir uns kennen. Weil ich auch einmal, also ein ehemaliger Kollege von mir, der Philipp Rosenschau, der ist literally der Grund, warum ich in der Wiener Core-Szene unterwegs bin, weil wir halt einmal geredet haben, über welche Musik gibt's, was uns gefällt. Ich habe gesagt, hey, ich habe in Holland oft Live-Fotos gemacht, halt Promo-Fotos, ich würde gerne Videos machen. Ja, na cool, kommen wir zu unseren Shows, bla bla bla, und redet man so. Und dann hat er im Gegenzug gesagt, naja, weißt, kennst du diese lokale Band oder diese lokale Band? Nein, ja, kenne ich noch nicht. Reingehört, Call the Mothership. Ja. Okay, ja, voll. Und dann habe ich auch dich angeschrieben. Mann, der macht auch Fotos. Hey, ja, kennst du eine Location für Fotos? Ich muss Promo-Fotos machen. Und es ist cool, dass man dann auch sagt, so, ja, ich kenne schon Locations, aber die sage ich dann nicht. Ha. Nein, das war mit mir absolut nicht der Fall, sondern du hast auch einfach gesagt, so, naja, was muss es denn sein? Ist es das, dann könntest du dorthin gehen. Oder hast du mir sowas in Gedanken, dann wäre diese Location interessant. Und das, share das, everything. Voll. Und das ist etwas, was ganz cool ist, meiner Meinung nach, auch in komplett anderen Nischen. Weil wenn ich zum Beispiel ein Musikvideo oder ein Film oder was auch immer sehe, wo ich mir denke, hey, das ist wirklich cool gemacht, einer der ersten Sachen, die ich mache, IMDb, wer war der Kamera-Guy? Ja. Und ich habe schon so viele Camera-Dudes oder Editors oder Color-Graders einfach auf Instagram gefunden, angeschrieben, hey, ich habe das gesehen, die Szene war urcool, ich glaube, du hast das so und so gemacht, kannst du das für mich bestätigen oder hast du das anders gemacht oder wie hast du das gemacht? Oder, ich habe gefunden, ihr habt dieses Equipment verwendet, aber ich weiß nicht, wie ich das machen kann, ich hätte dasselbe, aber how the fuck? Und es ist schon so oft einfach dann eine schöne Response zurückgekommen mit einer Erklärung, für die ich nichts zahlen musste oder nichts tun musste, sondern einfach, ja, cool, hey, danke, dass du dir das angeschaut hast. Ich habe diese Kamera verwendet, diese Settings, was auch immer. Und da geht's von Tom Welsh, der gerade die Musikvideos von Architects und While She Sleeps macht. Ja, schreib ihn an. Das ist, hey, ich habe das so gesehen, wie, das schaut wohl geil aus und das inspiriert mich. Kannst du mir da was Näheres dazu sagen? Und ja, natürlich kann ich ihn auch anrufen und sagen, ja, mach ein Musikvideo. Und dann sagt er eine Summe, die... $1 million. Ja, eh. Ja, aber auch solche Leute sind oft sehr, sehr accessible und sehr happy, wenn jemand sich wirklich dafür interessiert und einfach freuen sich, dass sie ihr Wissen teilen können. Und das wird sich ja genauso gut hier auf kleinerer Ebene darstellen können. Das I'm so boring. Nah. Es ist nein, so heiß. Es ist übelst. Ist ja auch so warm. Ja, mir ist entsetzlich heiß. Nein, aber wie gesagt, es spricht ja nichts dagegen, wenn man ein Musikvideo oder eine Single oder eine EP hört von jemandem, so, hey, das hört sich urgeil an, wir hatten den Mischmaster gemacht, wenn's nicht steht. Ja, die meisten Leute sind eh voll happy, wenn man's fragt und legen's einfach am Tisch, ohne dass sie da irgendwie hard feelings haben. Ja, man muss auch gar nicht, ich meine, ja, dieses Ask and you shall receive, das ist natürlich cool. Ja. Aber vielleicht, dass man, nein, dass man nicht auch immer nur darauf wartet, dass man sagt, ah, okay, die Leute müssen mir schon die richtigen Fragen stellen. Nein, das stimmt. Sondern einfach sagt, ha, ich weiß was, hey, Tipp von meiner Seite, hat für mich ganz gut so funktioniert, sei es jetzt Networking, Content Creation, ja, noch mehr Networking, ja, und so weiter.
aber was ich glaube, wir haben es eh schon einmal erwähnt, aber ich möchte es nochmal erwähnen, weil ich ein gutes Beispiel finde. Eben von Animals Mosh Harder, die noch einmal darauf hingewiesen haben, wie man, wenn man Musik released, und das gerne auch über Spotify teilen möchte, wie man eben schauen kann, dass das in so Release Radars oder Playlists reinkommt, weil man es halt mehr oder weniger voranmelden muss. Das ist nicht sonderbar obvious. Sie haben das halt irgendwo herausgefunden oder selber gelernt oder was auch immer. Und haben es geteilt und das ist geil. Far, sehe ich genauso. Wichtig. Yep. So. Was? Das war unser Programm für heute. Wirklich? Ja, und aber na, wir haben noch einen Punkt. Nämlich, da haben sich einige Leute ziemlich reingehauen. Nämlich, wir haben in den letzten paar Tagen gesagt, okay, wir beantworten Fragen. Nicht, dass wir nicht genug Themen hätten, über die wir reden können, wollen würden. Nein, aber Fragen sind auch cool. Ja, voll. Und tatsächlich, viele Leute, viele Fragen, wir haben ein bisschen was rausgesucht, was eher halt passt. Deswegen nicht böse sein, wenn jetzt nicht jede Frage kommt. Aber man kann schon böse sein, aber. Nein, aber danke für jeden, der Fragen geschickt hat. Wir freuen uns sehr. Eine Frage haben wir schon für gesagt von Peter. Schau an Peter. Guter Mann. Die nächste, die ich da in meiner Liste habe, ist von Herrn Jan Lukas, mein Kollege von Indies Tamper, my boss, so to say. Er hat gemeint, was sind die Best Festivals? Wo was waren und welche und warum sind es die besten? Was ist das beste Festival, Peter? Wir wissen es beide. Ja. Das Euroblast Festival. Es ist das Euroblast. Es ist. Shout out, John. Es ist meine Mecca. Meine Spotify Library als Festival. Wow. Also, das ist super. Ja, das ist geil. Nein, das ist wirklich toll. Also, jeder, der es nicht kennt, es ist ein Festival für alles zwischen Progressive Rock und Progressive Metal. Liebhaber. Generell halt. Und Musiker. Ja. Alles, was progressiv und sehr viel getan hat. Vor allem. Ein bisschen gegen den Strom. Ja. Ist, ne? Wild, beautiful music. Nein, und Leute kommen von, weiß ich wo, aus aller Welt daher, um dieses Festival beizuwohnen. Wir haben letztes Mal, wie wir dort waren, einen neuen Freund gemacht aus Australien, trotzdem wohnhaft in Polen, der aber dann in Deutschland auf ein Festival fährt. Ja, voll. Weil er seine favorite Band sehen wollte. Richtig. Und das ist schon sehr, sehr cool. Ja. Und ja, ich finde auch, das ist ein Festival, das es sehr gut macht. Es gibt mehrere Festivals, die das sehr gut machen. Du kannst jede Band sehen. Es spielt nichts gleichzeitig. Vor allem. Zwei Bühnen, die switchen, muss hin und her rennen. Genau. Abgesehen davon, es sind sehr, sehr viele kleinere Bands, die dort eine Chance bekommen. Es oder gibt Bands, die nicht so oft live spielen. Genau, ja. Bands, die nicht so oft live spielen. Und natürlich auch Bands, die wiederholt mal spielen, weil sie einfach sie können Mainstays da schon fast. Ja, und sie sind einfach Mainstays oder Staples des Genres. Ja, voll. Aber es wird trotzdem immer geschaut, dass sie nicht in aufeinanderfolgenden Jahren spielen. Das ist so gut es geht. Das Coole für mich ist, obwohl ich sehr, sehr viel eben im Progressive Metal höre, zum Teil auch noch Progressive Rock, obwohl das schon etwas hinter mir liegt, finde ich doch, wenn ich hinfahre und nur die Hälfte der Bands kenne, ist die andere Hälfte der Bands einfach cool. Das ist interessant. Das sind alles Bands mit sehr, sehr guten Musikern, die alle einen sehr eigenen Aspekt bringen und nicht 0815 sind, um so zu sagen. Ja. Und das ist sehr spannend, dass es Festival gibt und das freut mich sehr und nachdem du mich da mitgenommen hast, bin ich selber ein großer Befürworter dieses hooked. Festivals. Ja, ich bin hooked, wie du sagst, das ist sehr toll. Ja, voll. Das ist cool. Ja. Sonstige Festivals. Ganz kurz, weil das ist zufälligerweise genau heute an dem Tag, wo wir es aufnehmen, relevant. Das war schon ein cooles Festival. Ich weiß gar nicht, ob es diese Festivalreihe noch gibt. Ich glaube nicht mehr. Das Sonisphere Festival. Sonisphere. Das hat
Metallica mal aufgezogen. Okay. Und es ist heute genau 10 Jahre her, dass ich dort war. Und dort auf einem Festival gesehen habe, Lamb of God, Slipknot und Metallica hintereinander. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das war schon, danach habe ich mich nicht mehr gespürt. Ich habe mal Korn, Slipknot und Metallica hintereinander gesehen. Das ist auch, ja. Aerodrom, Wiener Neustadt. Ja. Das ist zweimal gegeben. Ja. Oh, das war brutal. Nein, also das war ein ja. Festival, das dieses eine Mal cool war, weil es ein tolles Line-Up hatte. Ja. Es waren auch noch einige andere Bands, ja, die mich interessiert haben, die ich jetzt nicht mehr so auswendig weiß. Welche Festivals sind sonst noch cool? Metal Days, wie schon vorher gesagt. Metal Days, ja. Metal Days ist immer nice. Weil der Camping-Aspekt ist nicht in der Steppe sterben, sondern zwischen majestätischen Bergketten im saftigen Grün quasi neben der Bühne campieren. Daneben ist ein Fluss, um sich reinhauen, abkühlen. Der befeuchtet das Festival ein bisschen, also die Luft sehr angenehm. Wald ist auch gleich dort, ja. Das ist sehr cool. Finde ich richtig schön. Richtig schön. Das Line-Up ist auch tendenziell eher Strain-On-Metal, ja. Es gibt eine Hauptbühne und eine Nebenbühne. Nebenbühne sind eher Underground-Bands. Ich habe auch schon mehrere Male dort gespielt. Service ist auch super. Leute sind entspannt. Einfach weil sie nicht gehen. Ja. Mad Max gegrillt werden. Alles Water! Ja, far. Ja, das ist ein cooles Festival. Ja, Aerodrom in Wiener Neustadt war auch cool, aber das war in the days of old. Also wenn dann, wir bleiben beim Euroblast. Ja. Das ist halt immer Ende September, Anfang Oktober. Ja. Das ist nicht zum Campen. Da sucht sie sich ein das Euroblaster Hostel oder ein Hotel oder ein Airbnb oder keine Ahnung. Ja. Verhältnismäßig preiswert? Brüllig. Ja. Viel zu günstig. John könnte ich doubling. Aber John, wir lieben dich. Fuck. Shoutout Eurojob. nicht so topic related, aber einfach so zum Auflocken, dass ich sehr geil finde, der Herr Rafchi. Was ist der beste / schlechteste Headstock für Gitarren? Also ich hab bei schlechteste, glaube ich, weiß ich's. Was ist der schlechteste? Das ist der Headstock von der Dean Dimebag Darrell Signature Gitarre. Das ist mega riesen verzackte. Ah ja. Das ja. ist das. Und kann man zu besten. Also dieses. Ja. Das ist auch so riesig. Trivium hat die mal gespielt als Signature. Super. Ja. Zwei so. Das ist die UX. Ich bin sehr froh, dass sie dann Les Pauls gespielt haben. Aber irgendwie finde ich es doch geil. Das ist wie eine Schaufel. Ja, genau. Nein, ich finde es schon hässlich. Kann man als besten Headstock sagen, kein Headstock? Nein, ich finde, das ist der best worst Headstock. Also, das ist der best worst Headstock. Ja, ist no Headstock. Eine Strandberg-Tennisschläger-Gitarre. Tennisschläger, genau. Ja. Voll. Nein, die feier ich. Ja, du weißt, ich habe mich generell, also Gitarren feier ich schneller mal. Das muss schon ein sehr schräges Ding sein, dass ich sage, ja. Also, wie gesagt, ich feiere viel Gitarren, ich möchte nur sehr wenige haben. Mhm. Ja. Also, bin da sehr konservativ in der Hinsicht. Na, was würdest du sagen, best und worst der Headstock? Beste Headstock? Der beste Headstock, der mir jetzt in letzter Zeit gefällt, ist der von Caesar Handmade Guitars, der Alex. Okay. Der macht nämlich Headstocks, die sind sehr filigran. Sind so ausgeschnitten, dass es ausschaut, als hätten ein paar Seiten quasi im Leeren hängen. Also da ist quasi kein Holz dahinter. Ja. Okay. Also das sind nicht die auf deine. Darf man sagen Signatures? Ich wäre uns glaube ich nicht geeinigt, aber halt die eine 8-Seite, die ich benennen durfte, ja. mit meinem
Back in the Days Artist Name, die Tempest, nein, das ist sehr relativ kompakt, massive. Ja, ja, ja. Voll, also Forest, wie ich es gern habe. Genau, du hast nicht diese Aussparung, die aber eher auf den Aber die finde ich, find ich sehr fesch. Okay. Die finde ich sehr fesch. Die fliegenden Seiten, das ist nice. Mhm. Ja. Smart ja. Design, ja. Das ist einer meiner lieberen. Aber ja, wie gesagt, ich feiere das richtig schnell. Ich feiere auch die PC Rich Handeln und wenn's ein prominenter Handstock ist, ich feiere das Gitarren und Bässe jetzt immer mehr. Dadurch, dass sie dadurch halt kompakter sind, einfach keinen Headstock haben und die ganze Mechanik bei der Bridge quasi. Ja. Das ist auch super cool. Es ist ja. Mhm. Okay. Aber der worst Headstock ist der, der deine Gitarre nach vorne kippen lässt. Weil ich einfach die so schwer sind, gibt sehr viele, ja. dass du immer deine Gitarre halten musst. Okay. Das ist, finde ich, aber also keine ästhetische Sache. Das voll, ist genau. In meinen Augen ist das irgendwie schon. Okay. Das ist ein fair point. Ja. Und halt die Warwick Pizzaschaufel. Die ist auch super. Mag ich sehr. Ja, das ist ganz abgerundet, richtig viel. Ja, sehr, ja, voll. Das Spielen, Grooves, and then you put it in the oven. Take the next one out. So, die Michelle Abbott. So sagt man das. Haben wir festgestellt. Ja, voll. Wir haben nachgefragt nach dem Podcast. Ja, voll. Und zwar sieht man gar, relativ kurz Musikproduktionen, Erfahrungen, wer produziert so. Ja. Wer produziert Michelle? Da wären wir auf unserem ersten Podcast. Den White Podcast, die Testfolge. Wir aber verweisen, weil da haben wir Listen und Listen von Leuten schon genannt, die super produzieren. Unter anderem auch eben heute schon genannt, neben eben die in der Headlines Studio, damit es rauskriegt. Jetzt ist echt schon schwer zum Reden für mich. Ja. Very sleepy. Ich bin schon urlang auf. Wann bist du heute auf? 5:30? Ja, leider ungewohnt. Ach so. Ja. Okay. Dann habe ich dort lange vergessen, den Wecker abzudrehen. Um 6:30 noch. Musikproduktion, Erfahrungen. Ja, ich kann das leider nicht mehr reden. Was von Wert könnte ich sagen? Erfahrungen. Eine konstante Erfahrung habe ich einfach immer, dass ich, bevor ich ins Studio gehe und etwas an das Record, ich bereite mich immer vor mit panischer Angst im Nacken. Ja, mit Angst, dass ich denjenigen komplett enttäusche und die Uhr arbeitet noch. Ja, das heißt, ich sitze, ich weiß nicht wie lang, aber exzessiv länger, Stunden um Stunden und seziere meine Sachen, das so gut und so genau wie möglich eingespielt ist und ich einfach mich genau in den Sachen, die ich recorden mag, genau orientieren kann und immer sagen, wo wir was machen und dass ich mich einfach so gut wie möglich vorbereitet und ein Layout habe, für den Produzenten oder für die Person, die mit mir arbeiten darf. Ja. Strukturierst du da auch schon, welche Sounds du in welcher Reihenfolge aufnehmen möchtest? Wie ich mit Call the Mothership wegen unserem letzten Album beim Norbert war, Norbert Leitner? Norbert Leitner. Habe ich schon gesagt, okay, gut, wir fangen mit dem Song an, weil der Song hat einfach keine Samples und keine Overlays, sondern da geht es nur um Schlagzeug, Bass, Gesang. Mhm. Und den Song haben wir auch benutzt, damit wir Grundtones ausarbeiten können am ersten Tag, aber auch schon einen Song recorden können. Ja. Und der leichteste Song, also der technisch leichteste, den habe ich dann als letztes genommen. Mhm. Ja, und halt die nervigen Songs so schnell wie möglich. Ja. 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 Und die schwierigen, so schnell wie möglich am Anfang, damit es ab dann quasi progressively easier wird. Das und halt, ja, wie gesagt, auch da über den Tellerrand hinausschauen und schon im Vorhinein sagen, hey Bro, was kann ich dir abnehmen? Mhm. Ja, was kann ich schon im Vorhinein machen? Ja. Außer es selbst recorden. Und das traue ich mir einfach nicht zu, dass ich genau und streng genug bin, dass ich das komplett selber mache. Ja. Aber auch als Nicht-Musiker, was man immer wieder hört von Produzenten, learn your shit. Oh. Geh ins Studio so, dass du alles weißt und auch nichts mehr weiterschreiben musst. Ja, wobei man kann schon kreativ
Platz lassen, nein, wenn man quasi genug Zeit gebucht hat und genau, man gesagt hat, nein, ich möchte nur bis hierher ausarbeiten, weil ich habe dich als Produzent ausgewählt, weil du einfach, du hast einen Taste, der gefällt mir und wir können das ausarbeiten. Voll, aber das ist dann ein ausgemachtes Etwas, wenn man, genau, wenn man eher ins Studio geht und den Produzenten mehr oder weniger nur braucht für den Song und für den Sound, sagen wir mal. Ist es mühsam, wenn du hinkommst und na, Mann, das könnte ich ja auch so spielen, oder das gefällt mir jetzt plötzlich so besser, obwohl ich den Pre-Pro anders gekriegt habe. Wobei auf der anderen Seite Eventualitäten, wenn man sich nicht sicher ist und sagt, okay, gut, der Part ist tricky, weil er könnte so oder so funktionieren und dann nimmst du beides auf. Ja, okay, ja. Und dann, okay, schaust, ja, und dann schaust einfach, nein, aber das führt, dann denke ich wieder darauf zurück, dass man das sagt, ich hab's ausgemacht, ja, und ich habe diese zwei Sachen und ich mache mit dir aus, dass ich zwei Personen aufnehme. Voll. Yep. Danke, Michael. Der Flo Kössler, unser Lieblingsfloran, fragt, wie sind wir in die österreichische Musikszene denn gekommen? Wie ist ja dieser Unfall passiert? Ja, naja, ich die falsche Tür gegangen. Nein, ich habe es ja, wie gesagt, eh schon etwas angesprochen. Der Mensch, der alleinig dafür zuständig ist, ist Philipp Rosi, der mir gezeigt hat, welche Bands es gibt, welche lokalen Bands. Und obwohl wir aus unterschiedlichen Ecken des Metals kommen, er ist eben Melodic, Death Metal Bereich unterwegs, und ich war zu dem Zeitpunkt relativ stark Hardcore Metalcore. War es für mich dann eben, wie gesagt, so, wie mir Call the Mothership gezeigt hat, das erste Album war gerade draußen, so bevor die ganze USB-Stick-Verteilaktion, der ganze Hype. Ja, bevor, also da war wirklich gerade, war das, ich weiß nicht, also, new. Nein, ich glaube wirklich so vielleicht am Monat. Fresh of the boat. Ja. Voll. Und hat mir getaugt, Musik sofort gesüchtelt. Wow. Ja, also ich kann mich noch voll erinnern, wie ich in mein nicht mein voriges, sondern das Auto davor herumgecruised bin, die Spark voll aufgedreht habe. Animiert jetzt zum Schnellfahren. Nein, das ist animiert. Nein, das ist bei mir inverse. Je langsamer die Musik, je schneller ich fahren möchte. Okay. Spannend. Ja. Das so Wipeout-Musik funktioniert bei mir nicht. So High-Speed-Techno. Der Song, bei dem ich am allerschnellsten Auto fahren möchte, ist von The Glitch Mob. Okay. Glitch Mob, whatever. I don't know, wie man das nennen möchte. Yeah. Mit dem extrem relevanten Titel Drive It Like You Stole It. Aber er ist low BPM, ja, mit so Note Bends. Und diese, ja, Bends sind das, wo ich dann so, put the hammer down. Ja, wo ich das genau, ja, Band mit, wo ich, I'm drifting off. Drifting off. Ja. Nein, aber wie gesagt, Call the Mothership gesehen und hat dann einfach, wie es ein guter Fan so macht, angefangen, Shit zu kommentieren, weiß, auf, ja, Facebook, alles. Wir haben uns alle gedacht, who is this guy? Ja, kennt ihr mir mal. Ja, nein, also dann ab dem Zeitpunkt war es dann, hey, es gibt Merch, ihr habt was ausgemacht im Museumsquartier, dort gibt's den Merch. Genau, du hast kennengelernt. Ich bin der Dude aus dem Internet. Ja. you're real! Far. Ja, und ab da, ist es dann irgendwie was für ein Selbstläufer, oder ja, über Musik gespielt? Dann haben wir dich überall einfach mitgenommen. Ja, ich bin auch gerne überall mitgegangen. Okay, der Typ macht Fotos. Ja, und dann war es einfach so, und jetzt sind wir da, immer bisschen bei bisschen, hey, ich kann das, braucht ihr das? Mhm. Ja, cool, kannst du mal helfen, wer leiwand? Und so ist das dann immer weiter entstanden. Voll. Also das ist, wie ich in die Szene reingerollt bin. Ja. Ja. Und dann war es kurz, so quasi ein kurzer Teil der Szene, und ab dort ist es dann wieder breiter gefächert, weil, ja, man dann doch eben Mutual Contacts oder man schaut einfach und sieht, hey, die Band ist auch cool, ich schreibe den nochmal an. Mhm. Oder
irgendwo Fotos gemacht und dann, naja, jetzt bin ich eh schon da, mache ich dort auch Fotos. Genau. Und Clip, genau. Und so, genau. Das ist dann so Schneeball. Yes. Schon fast der. Bei dir wird es einige Jahre gewesen sein, bevor ich überhaupt in diesem Land gewohnt habe. Ja. ein paar Jahre davor. Dafür gibt es, wie ich schon gesagt habe, dafür gibt es ein Interview, nein. Aber der Frohse ist nicht fragt. Also in meinen ersten Bands, in denen ich gespielt habe, Thorns of Ivy und Thorns of Hattin, das hat mich begeistert und das war cool. Und da habe ich gesehen, okay, gut, das ist eine Community. Und da ist Mutual Trust and Interest. Und das kann man ein bisschen, da kann man die Leute ein bisschen näher zusammenrücken, indem man vielleicht seine Soft Skills mit ihnen teilt. Und eben auch genau das Gleiche. Auch ich möchte Fotos schießen. Ich bin auch immer ein begeisterter Fotodude. Ich liebe Bands auf Bühnen, ich liebe die Energie dahinter. Und der Nebeneffekt als Live-Szene-Fotograf, gerade für Underground-Bands ist easy, dass du dann auf Konzerte kommst. Und du sagst, okay, gut, gehst halt hin, machst dein Shit und kannst aber trotzdem gratis diese Konzerte sehen. Und dann gehst halt heim und in der Nacht bearbeitest du Fotos und am nächsten Tag oder die Tage drauf sitzt du dort, jeder hat gewonnen. Ich habe ein gratis Konzert, ich spare mir meine Kohle, ja, hab Spaß, mein Hobby ausdrücken. Tu jemandem eine Freude, die haben was für Social Media. Everybody wins. Ja. Genau, und die zeigen das und vielleicht ist ein Name gefallen, dann wird wieder angeschrieben, hey, oh, ich habe deine Fotos aus Zeitmax kommen. Ba, 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 ba. Irgendwann sind Promo-Fotos passiert, auch, also nicht nur Live-Fotos. Irgendwann habe ich ein Angebot bekommen von Devastating Enemy. Das war eine sehr starke Plattform für mich, dass ich mich selber habe halt promoten können und dann sagen können, ja, okay, ich bin in der Band, aber ich mache auch Fotos. Hatte noch mehr Zugang zu dem Ganzen und das habe ich seitdem beibehalten und versuche ein aktiver, produktiver Part einer Community zu sein, die sich halt ständig formt, neu findet und gerade einen für mich ein sehr satisfying State hat. Ja. Mhm. Aber trotzdem immer wieder erstaunt bin über Ansichten, die ich einfach nicht bedacht habe oder nicht mehr sehe oder verneinen oder sonst irgendwie, wo ich mir dann denke, okay, der Aspekt ist wahr, ja. Sei es jetzt zum Beispiel konstruktive Kritik zu üben an anderen Bands mehr, ja. Und diese Ehrlichkeit eben auch nach außen zu leben und nicht nur der Enabler zu sein, sondern auch zu sagen, ja, okay, das funktioniert, das neue Stärken, das würde ich vielleicht anders machen. Oder, ich sehe cooles Drive, aber ich glaube, wenn du zum Lehrer gehst, hättest du dein Potenzial besser entfachen können. Und keine Ahnung, dann versuche ich gleich zu kommen mit, ja, und bei dem und dem kannst du dir richtig gute Tipps holen. Oder der unterrichtet dich, oder der hilft dir in der Hinsicht. Oder keine Ahnung, wenn du ein bisschen Name-Dropping, wenn du was mit Schlagzeug zu tun haben willst, dann geh zu Martin Jovanovic. Ja? Buch einen Kurs zu ihm. Wenn du mit deiner Band eine Pre-Production machst und du möchtest da vielleicht noch was rausholen und du brauchst jemanden, der nicht berührt ist, ja? dann geh zum Stevo. Ja? Mhm. Killer Like in Stevo. Der schaut dir über die Sachen drüber oder der macht mit dir einen Prüfungsmarsch und so weiter und so fort. Ja. Deswegen, alle, die auf der Content Creator Seite sind, schreibt öfters mal raus, ich bin der, ich mach das. Ich würde mich freuen, wenn er kommt und was macht mit mir. Und alle anderen einfach rausschreiben, suche das. Ja, wenn eine Band schreibt, suche jemanden, der das macht und du bist Fan der Band, dann share das einfach. Klick Share aus, wenn du da Beam sitzt. Just fucking do it. Es ist keine Arbeit für dich. Worst case scenario, nichts passiert. Best case scenario, die Leute kommen zusammen und machen was Leibendes drauf. Yeah. It's not that hard. Wenn die Band dann später berühmt ist, kann man sagen, das ist alles ein Video, dann hab ich vermittelt. Ja, voll. Apropos, aber Richard Erik Warosch hat uns gefragt, haben wir denn schon das Wohlerbier getrunken?
Band Wohler. Warte, woher kommen sie nochmal? Dänen. Das sind Dänen. Ja, das sind Dänen. The singer with the Viking hair. So glorious. Ich möchte es angreifen. Ja, schau, ich glaube, das ist ur-samtiger. Ich möchte wissen, was für Conditioner er verwendet. Ah, einen guten. The blood for his enemies. Nein, also wir getrunken. Kein Wohlerbier. Ich werde es versuchen zu ordern. Für den nächsten Podcast. Sonst hätte ich geschaut, ob ich es am Europlast kriege. Ist der jetzt ausgedacht? We need it. It's fresh. Vielleicht kann man das. Weiß man, ob sie das wirklich selber gemacht haben oder haben sie einfach... Nein, natürlich sind sie... Ja, halt. Und of course. Aber wir haben beide den Keyboarder gesehen. Der, ich glaube, der ist so ein Mensch, der so... Oh ja, der Bier macht das jetzt. So Microbrewery. Ja, ja, voll. Würde mich nicht wundern, wenn der eine Microbrewery aufmacht. Drink water. So. Stay hydrated. Egal was, alle, die Band Wohler nicht kennen, hört's rein. Es ist ultra catchy. Fun music. Ja. Es ist wirklich, wirklich sehr catchy. Aber Meets with Sugar. Ja, ja. Es klingt abenteuerlich. Also wie kann das sein? Yeah, they fucking do it. Shout out Wohler. Ja, hört's rein. Und Beer. Und Water. Jose, have a new chapter. Oh, we need to answer this one in English, right? Nah, I can eat Deutsch. Can you? Yeah. Can you though? Yeah. Yes, you can! 6, 7 oder 8 Seiten. Mehr. More. The more the merrier. Nein, in letzter Zeit fall ich wieder mehr auf die 7 Seiten. Auf die 7 Seiten. Ja. Nein, aber ich glaube, es ist lustig. Es hat da in den letzten, also diesen Trend zu erleben, dieses okay, 6, 7, 8, 9, Agile, fucking Mind. Maybe 8 or 7 is okay. Ja, yeah, dann Jared Dines with 400, und da ist er. Ja. Was funktioniert für deine Musik? Man merkt sehr gut an einer Band, die lange Zeit, denke ich, sehr weit vorn beim komplexen Gitarre-Riffing war in Periphery, die dann auch 7 und 8 Seiten gespielt haben und dann plötzlich ein Album großteils mit 6 Seiten aufgenommen haben. Ja, aber das sagt alles nichts aus. Nein, es funktioniert für den Song. Ja, okay, kann ich auch so spielen. Fuck it, ja. Ja, beziehungsweise sind ja dann doch auch Extended Range Guitars im Sinne von, sie haben dann eine längere Mensur. Ja, klar. Crazy klar. Tunings. Ja. Und da kommt man, also Anzahl der Seiten an sich macht nicht etwas ärger, progressiv oder was auch immer. Du kannst auch einfach eine Baritone, was auch immer, checken mit einer anderen Mensur oder einer anderen Tuning. Du kannst auch den most simplistic shit spielen mit 8 Seiten. Ja, Du musst nicht immer. Ich denke, blöd gesagt, sagen wir mal, die richtigen Guitar Virtuosos, die noch unterwegs sind, aber schon die ältere Garde sind, spielen alle 6 Seiten. Ja, echt? Steve Ray nicht auf der 7 Seiten oder so? Echt? Sechs. Siehst du, kenne ich aus. Der Weiß, Adriani, Petrucci, sagen wir die Original G3. Ja. 6 Strings. Mhm. Ja. Aber. Also im Moment bin ich auf der 7. Aber I enjoy a good history. Ja. Ein guter Jahrgang. Ja, for. Also, thanks, Jose. Our third favorite Mexican. Ja. Nein, das erklärt man. Da braucht man weitere Videos. Das erklärt man nicht. Die muss man schauen, dann versteht man den Witz. Ja. Schaut alle unsere Videos. Dann die Frau Chisel von Animals Mosh Harbor. Ich habe das Gefühl, die ganze Crew wird da schicken. Bald fragen, ja, genau, zu tacken. Ja, und zwar, wie planen wir die Tage, dass wir so viel an einem Tag unterbekommen? Feiertage. Fire, der Y. Firefestival. Wenn sie eine crazy Doku über Festivals sehen wollen, dann Fire. Wir versprechen auch alle unsere Gäste irgendwelche Luxury-VIP-Zelte
Wir versprechen es nicht. Ja, nein, hey, ja, ich mache das genauso wie das Firefest. Wir versprechen es. Ich verspreche es. Dann müssen Sie zahlen, dass Sie hier was reden dürfen. Genau. Dann machen wir es getrunken und dann schleichen wir uns. Nein, es ist, wir versuchen natürlich einfach so zu planen, dass im Moment ist unser Plan, dass wir uns einmal im Monat treffen und an einem Abend effektiv mehrere Videos machen. Ja. Wie gesagt, wir haben jetzt noch ein weiteres Format geplant. Also geplant auch schon heute gefilmt, das kommt definitiv raus. Nämlich nicht nur Big Boys und nicht nur Scene Talkers, sondern auch Interviews. Wir haben nur noch keinen fancy Namen dafür, wahrscheinlich werden wir Interviews nehmen. So. Zwei Sachen mit einem fancy Namen, einfach Interviews. Jetzt hast du dich eingefangen. Ja. Na, wenn wer Ideen hat, wie wir Big Boys Podcast, Big Boys Scene Talkers, ja, und Big Boys Interviews aufpeppen können. Aber halt geiler wie Interview. Ja, genau. Be edgy on this one. Be edgy. Be brave. Please. Und heute ist halt zufällig, heute ist ein Feiertag. Ja, aber normalerweise sehr, sehr condensed und wir kommunizieren auch sehr viel, fast nur über Social Media. Hin und wieder treffen wir uns. Nein, aber es hilft auch in der Hinsicht. Wir haben dieses Setup jetzt einmal herausgefunden. Wir sind noch nicht so weit, dass wir alle Sachen, die hier rumstehen, im Off abbicken fürs nächste Mal, aber ja, man merkt sich halt circa, wo was steht, und wenn man dann im Proberaum ist, dann und das mich heute sehr gefreut hat, einer unserer Gäste ist reingekommen und hat als erstes gesagt, das ist diese berühmte Wall. Ja? Also danke an Amir und Lost in Astoria und das ist der Donner, das ist der Donners und ja, alle, die ihr kennt, sehr im Programm, danke, dass ihr so allein seid und dass wir das da filmen dürfen. It looks fine as fuck. It looks fine. Yeah. It's okay. It's okay. It's not shit. also wie planen wir die Tage? Wir planen sie effektiv. Ja. Nein, wir haben schon noch auch ein bisschen eine Shortlist für externe Leute, wo wir uns halt schon Gedanken machen, so bei Scene Talkers, wer wird gut zusammenpassen, wo, glauben wir, gibt es eine coole Dynamik. Sehr viel vor. Welche Leute für Interviews wären interessant, wo es einfach cool wäre, um etwas mehr oder etwas detailliertere Informationen aus sich herauszuholen, was eben besser geeignet ist für den Videos. Mhm. Für den Interviews. Das wird Wochen im Voraus schon diskutiert zwischen uns. Genau. Und dann auf nimmt man Wege. Genau, dann irgendein Stichtag, dann haben alle Zeit. Geht schon. Und dann ist es mehr oder weniger die Laufzeit von was wir recorden plus 5 extra Minuten zwischen den Sachen in Wahrheit, weil das Setup steht und let's roll. Und sonst, wie machen wir sonst unsere Tage? Naja, wir haben ein sehr strukturiertes Leben, wir haben Office-Jobs. yeah, 9-to-5! Obwohl ich sogar 8-to-5 habe. Too early. Na, du bist definitiv der early warrior. Das ist schlimm. Erstens das und zweitens, keine Ahnung, vieles unserer Freizeit ist schlichtweg Musik und Szene und Foto und Kunst und wir zwei und Freundinnen, die sehr viel geduldet haben mit uns. Shoutout Freundinnen. Please don't hate us. Der ist genau gewusst, worauf sie sich zeigen lassen. Also das und halt keine irgendwie, ich sag jetzt mal, unnötigen Hobbys, wie wir gehen nicht urarg fort in Clubs oder saufen uns an oder haben ein exzessives Partyleben, ja. So, that's it, glaube ich. Ja, that's fucking it. Und halt die Hilfe von ganz vielen Leuten auch, ja, die uns bei dem unterstützen und bei allem zum Zeug. Weil wir haben schon noch Zeit für unsere Fragen, oder? Haben wir noch eine oder haben wir noch zwei? Wir haben noch drei. Okay. Mal schauen. Der schnellste Weg, um in eine Szene mit einer neuen Band integriert zu werden, der Herr Fabio Nogeri von Fading Synergy. Also ich glaube... Long story short, okay. Attend Shows. Ja. Viele Shows. Ja. Nicht nur du, sondern deine Bandkollegen. Ja. Geh zu den Leuten hin,
Handshake, Hug, hallo, ich bin der, das ist mein Scheiß, horch mal rein bitte, mir ist wichtig zu hören, was du raushörst, was macht deine Band, hey, ich habe diese Soft Skills, wie kann ich euch helfen, und es geht bam, 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 und du bist dabei. Voll, einfach dieses Seen and be seen. Ja, wenn man ja aber gar nicht dieses, man muss sich zeigen, sondern interagieren mit den Leuten. Wenn man dort ist. Respektvoll und interessier dich für die anderen Bands. Genau. Und du wirst an den Punkt kommen, wo du jemand anderen brauchst. Und wir werden alle happy sein, dass wir dir irgendwie helfen können. So, und ja, also keine Angst haben, dass man was fragt. Das ist vielleicht eine blöde Frage oder so, ja. Wenn ja, es wird vielleicht eine blöde Frage sein, aber es wird beantwortet. Ja, ja und hey, ich meine, ich habe jetzt kein relevantes Musikerbeispiel, aber ich habe auch schon sehr, sehr blöde Fragen zu meiner Kameraeinstellung gefragt. Dieses, das ist immer schwarz, wenn ich drauf drücke. Weißt du, und dann kommt jetzt so, dein Landscape ist noch dran drauf. Ach so. Ah, okay, danke. Nein, das ist jetzt weißt du, du kriegst eine Antwort und vielleicht wieder ein bisschen geschmunzelt, aber es wird nie so hart gejudged. Weil das, nein. Und jeder fängt mal an, jeder hat. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, also ich spreche nicht nur für die Podcast-Leute, für meine Band, sondern also für alle, mit denen ich zum Beispiel, also wir freuen uns über jeden neuen. Und jede neue Person und Band und Gruppe, jedes interessiert. Voll. Und einfach wie du sagst, das Wichtigste ist, wenn man einmal irgendwo am selben Ort, am selben Fleck ist, geh einfach hin. Just fucking talk. Hey, ich habe gesehen, du bist der Dude, der das macht, oder du bist die Person, die so macht. Das ist voll cool, das inspiriert mich. Ich versuche sowas auch zu machen. Wie du sagst, das sind meine Social Media Sachen. Hör mal rein. Falls man nicht so oft am selben Ort ist, weil man halt in einer komplett anderen Ortschaft wohnt und aus irgendeinem Grund doch diesen Podcast schaut, man kann es auch einfach so wie ich machen. Ja, look at me. Like the bike, alles. Comment, alles. Everything. Ja, und irgendwann schreibt einer zurück, wer bist du? Oder bist du echt? Ja, genau. Das ist das Fanboard. Ja, und so geht's auch. Es ist purely Facebook. Der Schmatzi fragt uns, ob es neue Gesichter in der Szene gibt und ob die Szene wächst. Nächstes. Das fühlt eben, ja, José vorher geschrieben hat, A New Chapter war so the Fall. Ja. Gefühlt, die sich einfach aktiv integrieren wollten und Kontakt gesucht haben. Und der José hat Live-Fotos gemacht für Bands und. Ja, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf. Ja. Nein, aber es war wirklich. Die waren plötzlich da. Keiner. Es war, okay. Wer ist dieser andere Konzertfotograf, den ich jetzt die ganze Zeit überall sehe? Er ist auch plötzlich auf einer Bühne, der herausgegangen ist. Die anderen Bandleute haben sich gezeigt bei Shows. Ja, die hab ich nicht so mitbekommen, vielleicht weil ich selber eher zu dem Zeitpunkt wieder als Fotograf unterwegs war. Aber trotzdem, das war in sehr kurzer Zeit eine heavy dose of exposure. Ja. Als Publikum oder auch auf der Bühne und haben sich auch nicht irgendwie gescheut, dann Leute anzusprechen. Force King ist auch voll schnell gegangen, wobei die sich jetzt eher zurückgezogen haben für neues Zeug. Ja. Aber der Laurent war auch auf einmal überall dabei und hat auch Kontakt gesucht, mit ihm gequatscht und bald hast du so viele Leute gesehen, alle tragen auf dem Force King Shit. Also Shirts, nicht das Scheiße sind. Ja. Sorry. Nein, ich denke schon, dass die Szene wächst. Ich weiß nicht, ob sie wächst, aber sie ist so in einem Flux. Ja. Sie meandert dazu vor sich hin, paaren auf, paar neue fangen an, irgendwer nimmt ihn mit. Ja. Die Szene ist für mich nicht nur die Bands, sondern alle Leute, die eine aktive oder passive Rolle haben. Wobei ist das Publikum passiv, also die eine Rolle. Ja. Ja? Die da dabei sind und sich also integrieren wollen oder integriert werden wollen
und den Dialog suchen. Da habe ich schon das Gefühl, dass das vielleicht der Sigurd kompakter wird. Ja, das ist ja so, dass die Leute einfach mehr zusammenfinden. Ja, und weniger Scheu voreinander haben und sich eigentlich freuen. Auch wenn halt Leute, mit denen man so oft nichts zu tun hat, wenn man noch einmal ein Konzert ist, wo so die usual Peer Group nicht ist, und das ist da halt quasi, solche Leute kannst du dich auch zu denen zustellen und du wirst super Unterhaltung genommen. Ja. Und ja, you will get the funds. Mhm. Finale Frage. Auch vom Schmatzi. Auch vom Schmatzi. Ja, voll. Sorry. Warum ist der Podcast so wichtig für uns? Und was soll er bewegen? World Domination. Nein, aber das, was man jetzt auch schon in diesem Podcast und in vorigen Podcasts und auch andere Leute in Podcast-liierten Sachen angesprochen haben. Schauen, dass Leute wissen, wer da ist, wer was machen kann, wie man als Band weiterkommt, wie man als Person weiterkommt, wie man als Ganzes weiterkommt. Ja. Einfach ein bisschen promoten, dass es das alles gibt, dass es Leute gibt, die Sachen sehr gut können, dass Know-how da ist und dass man füreinander da sein kann. We cannot emphasize it anymore. Jetzt hast du dreimal gesagt, wer es jetzt nicht versteht. Ich glaube, wir sollten, während wir das jetzt sagen, noch mit so Text vorbeifliegen. Ja, warum ist der Podcast wichtig? Wichtig, das wäre zu viel gesagt, weil die Welt wird sich auch ohne den Podcast weiterdrehen, weil es gibt, wird sich vermutlich nicht weiterdrehen. Aber wir wollen es nicht riskieren, deswegen machen wir weiter. Ja, genau. Don't take the chance. Ja, also, vielleicht gibt, wenn du es rausfindest, so. Ja. es macht einfach Bock, das zu erfahren, das mit euch zu teilen. Die Technik, die bisschen Technologie, die wir dahinter haben, zu verstehen, also so Sachen zu checken, wie leuchten unser Set aus und wie machen wir unser Programm und unsere CI und machen wir eine Instagram-Page für die Big Boys, blablabla, machen wir nicht. Und so weiter und so fort, wie weit können wir gehen, sondern was können wir alles machen. Ja? Also es macht einfach Bock, wenn man sich eine Rahmenbedingung schafft und versucht, ein konstruktives Gespräch zu führen, ne? Weil, also wir zwei können schon sehr lange reden, aber ich merke einfach, wir driften einfach ultra gerne Bullshit ab. Und so müssen wir eine Stunde oder mehr uns darauf fokussieren, Informationen und Content, zu bieten, ja? Und konstruktiv zu bleiben. Nicht einfach, ja, das ist schon richtig, aber was ist denn, hast du das Meme schon gesehen? Das passiert nachher. Ja. Nicht beim. Und das ist auch gut. Das ist auch cool. Wir können auch einmal nur filmen, wie wir so sind. Ja. Ja, das ist, keine Ahnung. Das können wir wirklich mal so als Special Edition. Ja. Einfach eine Stunde lang. Stunde lang Bullshit. Normal verarschen. Oh ja. Lord, da wird das keiner mehr zuschauen. Oh, nein. Nein, ich glaube schon. Ich glaube, das machen wir dann, wenn uns nichts mehr einfällt. Ja. Aber das ist noch ein bisschen dahin. Haben wir dir jetzt die Frage beantwortet? Ist er wichtig? Um was geht's? Es geht um alles und um nichts. Ja. Nein, wie man schon gesagt hat, es geht darum, so gut wie geht Informationen zu verteilen für eine sehr, sehr kleine Nische, wenn wir uns ehrlich sind. Ja, sehr speziell. Aber es gibt in dieser Nische sehr, sehr viel Information. Mhm. Und unserer Meinung nach gibt es auch noch fehlt es noch etwas in der Hinsicht, dass diese Information auch geteilt wird? Oder könnte man diese Information besser teilen? Ich sage nicht, das wird nicht geteilt. Es wird eh schon im Ansatz sehr, sehr gut miteinander über Sachen geredet. Aber es könnte noch ein bisschen mehr, wodurch vielleicht der Einstieg für andere Leute leichter ist oder wodurch vielleicht der Schritt von dort, wo wir jetzt sind, zu einem höheren Level, wodurch man das vielleicht ermöglichen kann. Ein bisschen näher zusammen. Ja. Cool, zwei Sachen noch zum Schluss. Das erste ist, das mit den Fragen funktioniert super. Also danke an alle, die uns Fragen schicken. Ja, vielleicht nicht Fragen, vielleicht das nächste Mal sogar Themen. Themen? Die Leute sagen, ja, hey, redet einmal mehr darüber. Ja. Oder schaut euch einmal die Bands von dort an. Ja, weil die sind halt doch natürlich
Natur der Dinge sehr viel Ostösterreicher, ja, weil wir halt wo da sind, ja. Sind wir da. Und halt primär Wien. Aber es wäre cool, wenn man uns schicken würde, hey, dort und dort gibt's auch ein kleines Team, dort sind 5-6 Bands, die machen Sachen gemeinsam. Check mal. Ganz zum Schluss, das ist nämlich interessant. Ich war ganz zum Schluss. Ich habe was ganz zum Schluss. Das ist so der Schluss. Okay. Ja. Nein, weil du gesagt hast, Bands von anderen Orten. Ich war jetzt unlängst im Urlaub in meinem Heimatland. Mhm. Und war in sehr, sehr in der Nähe von dem Progressive Metal Venue in Holland, ja. Das Patronat in Halle. Ja. Ein guter Freund von mir wohnt dort ums Eck. Interessanterweise ist auch Aristides Guitars gleich dort in der Nähe. Dort spielen jede Woche Progressive Metal Acts. Es gibt jeden Monat ein Complexity Fest, ja. So heißt das Ganze, wo auch nur Prog Metal Zeug ist. Und da gibt es halt ein großes Complexity Fest, das quasi ein Mini Euroblast ist. Mhm. Der John ist auch oft dort. Was sehr lustig sind die Bands auch. Ja. Nein, was sehr interessant war, weil dieser Freund von mir, den ich da kenne, ist ein Schlagzeuger, ja. im Metal-Bereich. Und er hat gesagt, es ist die Szene dort in dieser Stadt, wo es das Progressive Metal Venue vom ganzen Land gibt es keine Szene. Es sind keine lokalen Bands. Und das ist sehr interessant, weil das ist näher Amsterdam. Ja. Und auch aus Amsterdam kennt er lokal nichts, was in dem Feld unterwegs ist. Spannend. Und also er ist mehr oder weniger mein on the ground. Und der Einzige. Und er sagt, er hört sich natürlich um, er sucht jetzt nicht aktiv nach einer Band, aber trotzdem hört er nichts von, dass in diesem Venue eine lokale Band opened, wenn Vola oder Uneven Structure oder was auch immer dort spielt, sind keine Local Supports dort, weil es gibt sie nicht. Das finde ich sehr spannend. Ja, auf der anderen Seite ist dann doch wieder so cool, dass es bei uns eine Hülle und Fülle gibt. Ja. An Bands. Ja. Bleist. Absolut. With the Curse. So, und zum Schluss noch, weil es immer, keine Ahnung, anscheinend gefühlt habe ich es vergessen zu sagen, klick, like, subscribe und alles. Na, Scherz. Danke. Ring that bell, motherfucker! Bring it hard! danke an alle, die schauen und die uns Feedback schicken. Und die unser anderes Format mit Anchorage und Allosaurus jetzt geschaut haben und geteilt und geshared und weiteren Leuten gezeigt. Und das ist cool. Für mich ist das nicht selbstverständlich. Ich finde das geil. Danke dafür. So. Ja. Yeah. Shoutout Big J. Danke. Jesus take the wheel. Jesus take the wheel. I'm getting drunk. Oh. So, es war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut. Es ist sehr nice. Fuck you, bro. Das ist schade. Also, das ist urlang. Ah, Bats.